Moin Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und weiter geht's wieder mit der Sole Royal von De Agostini. Und zwar mit Bauphase. Mal gucken. Mit Bauphase 64. In Bauphase 64 bekommen wir das geliefert. Und zwar wieder diese 3x1 mm Leisten für Beplankung eines Beibootes. Und eine lasergeschnittene Platte mit dem Teilen für das nächste Beiboot, sprich das kleinere Beiboot. Wie man hier sehen kann, zu dem davor, da kann man schon schön den Größenunterschied sehen. So, was machen wir heute? Und zwar wird heute das erste Beiboot fertiggestellt. Das heißt, den haben wir letztes Mal schon mal ausgeschnitten, dass der Steven hier vorne rankommt. Dann geht das hier nachher noch weiter. Und so weiter und so fort. Also da werden noch ein paar Teile eingebaut. Hier haben wir auch noch was, was noch ausgeschnitten ist, das kleine Ruder. Hier fehlt auch noch was, was hier rauf muss. Also das erste Beiboot wird in dieser Ausgabe fertiggestellt. Nachdem als erstes nun der Steven und der Kiel angebaut wurden, kamen dann hier im Inneren die vier Ruderbänke dazu. Und als nächstes wird dann das Dollboard aufgeklebt. Das muss ich aber erst hier einmal raustrennen und beizen, und wenn dann die Beize trocken ist, wird das Ganze dann hier oben aufgeklebt. Nun ist auch das Dollboard angebaut und das Heckdollboard auch. Dann habe ich das ganze Bötchen gebeizt. Und nun fehlt noch das Ruder mit der Ruderpinne, sage ich jetzt mal. Also das Ruder und die Pinne fehlen jetzt noch. Und die Ruderdollen, die nachher hier oben raufkommen. So, das werde ich erstmal beizen. Werde mal gucken, das ist mir noch ein bisschen zu eckig. Das schleife ich dann noch ein bisschen rund. Ja, obwohl hier ist das auch eckig. Also wie gesagt, die Sachen werden jetzt noch gebeizt und dann wird das Ruder hier hinten noch angeklebt. Und dann fehlen noch die Ruderdollen. Und dann ist unser kleines Bötchen auch bald fertig. Das Beiboot ist jetzt nun soweit fertig. Alle Teile sind jetzt angebaut und angeklebt und gebeizt. Und nun werde ich das Ganze noch einmal mit Holzlack-Seidenmatt behandeln, das Ganze. Und dann sind wir mit dieser Ausgabe auch fertig. Ja, mit diesem Bötchen
ist Bauphase 64 abgeschlossen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal weiter in.